Willkommen auf den Aschenebenen und willkommen, ja, im allerersten Multiplayer, das wir hier gemacht haben, beziehungsweise ich hier gemacht habe. Das ist ein Replay. Und wir gucken uns, ja, heute das Ganze mal an. Ah, hier, Kameraglättung, da ist es doch schon. So, wir spielen mit den neuen Einheiten der Waldelfen. Ich zeige euch die Armee. Wir haben hier sehr viele Dryaden in der Frontlinie. Auch einmal da hinten die besonderen Gespenster des gefrorenen Herzens. Außerdem habe ich hier ein paar Baumschrat. Also habe ich so eine kleine Themenarmee aus Waldgeistern gebaut. Ehrwürdige Feuerbarken, noch mehr Baumschrate. Und dann habe ich hier nur ein paar Einheiten, um halt auch ich sag mal, ein bisschen kompetitiv zu sein. Tiefwaldkundschafter, 3 Stück dabei. Und dazu hier die gute Drütscha. Aber das ist noch nicht alles von meiner Armee. Die Skaven sitzen hier. Hat sich ganz interessant aufgestellt. Hat eine sehr, sehr große Armee. Und hier hinten befinden sich ebenfalls noch 5 Wildreiter mit Speeren. Ich hoffe, das ist erlaubt. Ich bin mir halt immer nicht so ganz sicher, was da die Regeln angeht. Auf jeden Fall hat kein Limit irgendwie zugeschlagen. Keine Ahnung, ich hätte es bestimmt auch mit 4 spielen können, wenn es jetzt nicht erlaubt gewesen wäre. Aber ich denke, ja, ist jetzt auch in Ordnung. So, das sind ja die neuen Einheiten. Die Wildreiter mit Speeren kosten irgendwie nur 500, 550, irgendwie ganz billig. Gucken wir uns mal kurz die Stats von ihnen an. Haben ein kleines Schild. Führerschaft ist ganz okay, sage ich mal, nicht gerade hoch, aber ihre Geschwindigkeit ist halt atemberaubend. Und vor allen Dingen, das darf man hier nicht vergessen, ihre Nahkampfangriffswerte sowie ihre Nahkampfabwehrwerte sind wahnsinnig gut. Also die kann man mit den Wildreitern vergleichen. Nur dass Wildreiter durch noch ein paar andere Buffs bekommen. Außerdem haben sie auch Förster, das heißt, sie können auch im Wald ganz normal gut kämpfen, können Bäume passieren, haben jetzt halt, glaube ich, trotzdem Abzüge im Wald. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Außerdem hier erhöhte Nahkampfangriff und den Schaden einer Einheit während eines Sturmangriffes. Das heißt, sie machen auch 40 Angriffsschaden, wenn sie den Gegner anchargen. Ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr heftige Einheit, vergleichbar mit den Irianischen Grenzreitern. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob die bei den Waldelfen so ganz gebalanced sind. Also natürlich sind sie okay, aber dann sollte man Waldreitern vielleicht irgendwie noch eine andere Stärke geben, weil, ganz ehrlich, ein Waldreiter kostet so viel wie 3 von denen und ist nicht so gut wie 3 von denen. Weil der einfach auch keine Rüstung hat. Und normalerweise ist es ja okay, wenn solche billigen Kavalleristen halt auch gute Werte haben, sofern sie halt keine Rüstung haben. Aber die Wildreiter haben halt auch immer noch keine Rüstung. Und das ist das große Problem, was ich da an der Stelle sehe. Gucken wir mal unseren Gegner an. Es ist Ovi oder so heißt er. Wie gesagt, wir spielen eine Schnellschlacht. Er hat den fiesen Snitch dabei. Einen Seuchenpriester. Dann hat er hier einen Lawinenmörser, auch eine ziemlich gute Variante, um Skaven niederzuballern. Muss mal kurz was gucken. Dann hat er hier Wolfsratten mit Gift, Skaven-Sklaven mit Speer. Ganz viele Skaven-Sklaven, um sich einmal hier so herum platziert. Noch mehr Wolfsratten, also er ist sehr mobil. Wolfsratten würde ich gegen Waldelfen auch auf jeden Fall mitnehmen, die sind richtig gut. Rattenoger natürlich auch. Hinten hat er noch einen Rattlingunner, den Zahnbrecher. Der kann sich tarnen, das ist eine gute Sache. Ich hätte ihn in den Wald gestellt und wenn die Einheiten näher kommen, hätte ich ihn dann getarnt wahrscheinlich rausgeschickt. So, hier kommt er auch mit Skaven-Sklaven, also er hat eigentlich keine gute Infanterielinie, nur hier hinten ein paar Eschendryaden. Aber letzten Endes will er hier eigentlich alles mit seinen Fernkampf machen. Ja, da ist sogar noch ein Gift und Mörser, also der will mich total zerbomben. Hätte vielleicht funktioniert, wenn ich hier bisschen bessere Ziele für ihn gehabt hätte, wobei das natürlich jetzt auch nicht schlechte Ziele sind. Aber so werde ich ihn jetzt definitiv ein paar Probleme machen können. Ist die Frage, ob ich es schaffen kann, mit der Armee hier dementsprechend weit vorzudringen, bevor ich komplett zerschossen werde. Und seine Kavallerieabwehr ist auch nicht zu unterschätzen. Mit 2 Eschendryaden hier, einmal den Rattenogern und den Wolfsratten, die wahrscheinlich es sogar ziemlich gut mit den Reitern aufnehmen können, wird das hier kein allzu leichter Kampf, aber ich bin gespannt.
Ist schon mal erster Fehler. Die der Mörser beschießt hier stattdessen, statt Mantoriaden, viel lieber die Waldschrate. Achso, ich habe ja extra noch einen. Huch, was ist jetzt los? Ich wollte eigentlich. Ja, genau, so. Ich wollte euch noch zeigen, wie die Armeen hier aussehen. Wie gesagt, das ist die Eschenebene. Das ist meine Armee. Das ist die vom Gegner. Haltet euch das Video an, wenn ihr es jetzt genau unter Beobachtung halten wollt. Ansonsten starten wir jetzt in die Schlacht. So, meine Triaden erreichen hier die feindliche Länge. Stürzen sich auf die Skaven-Sklaven. Rattling Gunner schießen hier schon gut meine Burgen zusammen, die sich momentan an billigen Skaven-Sklaven aufhalten. Und ihr seht, was ich schon für einen unfassbaren Schaden genommen habe im Moment des Ansturms. Diese Triaden sind vernichtet. Diese Triaden sind vernichtet. Oder sagen wir mal, halb vernichtet. Diese Triaden sind halb vernichtet. Hier nur noch meine gefrorenen Gespenster-Triaden sind eigentlich noch relativ gut. Und auch die werden gerade schon total zusammengeschossen. Jetzt habe ich nur noch die Baumschrate, wovon ein Baumschrat hier auch schon halb zerstört ist, und die Fernkämpfer da hinten. Und natürlich meine gute Trütscha. Außerdem werden hier auch schon solche Mönche gespawnt, um mir noch mehr Scheiß entgegenzuwerfen. Die Frontlinie der Skaven hält momentan nicht mehr allzu lange durch. Hier fliehen die Ersten, aber hier werden die solchen Mönche dagegen geschickt. Und man wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Einheiten mobilisieren. Aber was jetzt hier im Hintergrund passiert, ist, dass ich aus dem Wald herausgekommen bin und die Wolfsratten hier mit einem Charge überlistet habe. Währenddessen habe ich hier meine Einheit in Wurstformationen geschickt, um hier die empfindlichen Ziele anzugreifen, wie zum Beispiel den Lawinenmörser hier, der nun von hinten angecharged wird. Was machen die denn hier für lustige Sachen? Auch diese hier arbeiten sich jetzt hier zu den Giftwindmörsern durch. Und diese hier sind jetzt an den Eschentriaden vorbeigelaufen und schalten die Zahnbrecher aus. Selbst wenn die jetzt alle sterben sollten, nachdem sie ihr Ziel, ich sage mal, zerstört haben. Die haben sich schon gelohnt. Mehr kann man echt nicht erwarten. Das ist eine so, so gute Sache gegen Skaven, dass man endlich mal ein paar leichte Waldreiter dabei hat, die nicht immer gleich Tausende oder noch mehr kosten. Aber gucken wir wieder mal weiter rein in die Schlacht. So, die solchen Mönche werden jetzt hier aufs Übelste zerschossen. Jetzt kommen hier meine bösartigen Triaden. Ich glaube sogar, dass dieser Waldzauber, der da rauskommt, eine Art Area of Effect Schadensspruch ist, wie hier die Erweckung des Waldes oder wie sie heißt. Hier haben wir uns jetzt die nächsten Wolfsratten geschnappt. Das heißt, die Wolfsratten sind schon mal fast alle ausgeschaltet. Ich glaube, nur noch eine müsste irgendwo auf dem Feld sein. Wir holen uns jetzt hier die Eschentriaden mit unseren Eschentriaden, mit unseren Dryaden. Oh Gott. Das sind schon mal Versprecher vorprogrammiert. Trütscher geht hier in den Kampf. Hier erzeugt sich ein wunderschöner Blob. Aber gegen Blobs kann man ja bekanntlich auch Dinge tun. Wie zum Beispiel hier eine wunderschöne Schattengrube, die hier hinten alles zerrissen hat. Und, oder hier ein wunderschönes Pendel, was hier wiederum alles zerrissen hat. Und ihr seht, das wird eine sehr, sehr schnelle Geschichte hier. Für die eine oder die andere Sache. Rattling Gunner ist hier zurückgekehrt. Ist natürlich ein bisschen doof. Macht hier auch erheblichen Schaden. Guckt es euch an, wie schnell die Fernkampfeinheiten hier zerschossen werden. Wir halten uns jetzt hier an den Seuchenpriester und dem Meisterassassinen Snitch auf. Aber das ist ein Problem. Der gute Trütscher wird wahrscheinlich auch schon gedebufft, wenn ich das gerade richtig sehe. Nee, noch nicht. Aber könnte übel werden. So, währenddessen müssen wir uns jetzt hier endlich um die Scharfschützen kümmern, die jetzt auch eingefangen sind. So, aber ihr seht, ich habe noch eine gute Menge an Einheiten. Auch jetzt hier hinten wird der Zahnbrecher zerschossen. Triaden sind auch noch auf dem Feld. Und da hat er sich sogar schon ergeben, weil er hier wirklich einfach sehr, sehr schnell überrannt wurde. So, knapper Sieg. Ihr seht, meine Triaden haben am Anfang sehr, sehr viel Feuer einfangen müssen. Verhältnismäßig gesehen zu meinem Feind habe ich hier viel mehr Einheiten am Anfang verloren, viel mehr Geld verloren als er. Aber ich konnte ihn zum Glück einkästeln mit meinen leichten Waldreitern. Und ihr seht, auch die waren eindeutig die Einheiten, die hier die Kills geholt haben.
Und die Baumschrate haben letzten Endes die Stellung in gewisser Weise gehalten. Also, die hätte man natürlich mit den Rattling Gunner etc. zerstören können, was man ja auch versucht hat. Aber da hätte man so viel länger auf den herumschießen müssen. Deswegen finde ich Baumschrade gegen Skaven gar nicht so die schlechte Angelegenheit. Ich meine, wenn jetzt die Warpflammenwerfer oder so gekommen wären, das wäre natürlich ein bisschen übel geworden. Ich glaube, die machen auch noch Feuerschaden. Aber generell haben wir den Feind jetzt hier ziemlich gut überrennen können. Das war jetzt aber eine sehr fernkampflastige Armee, sage ich jetzt mal. Vor allem ein sehr teurer Fernkampf. 4 Fernkampfeinheiten, die alle über 1000 kosten, oder zumindest ansatzweise 1000. Das ist schon... Das tut schon weh, wenn man so viel auf einmal verliert. Die haben vor allem definitiv nicht ihr Geld reingeholt. Skaven Sklaven wurden natürlich geopfert, dafür waren sie da. Und die Wolfsratten Gift wurden hier überrannt. Ich denke, da war er ziemlich abgelenkt von der Frontlinie und hat gar nicht gemerkt, wie meine Reiter hinten ihm alles weggenommen haben. Das hat ihn letzten Endes hier auch den Sieg gekostet. Ich bin gespannt, wie die nächsten Schlachten laufen. Ich werde jetzt öfters mal noch die Waldelfen spielen. Und danach sind wahrscheinlich auch die Skaven dran. Und wir haben jetzt hier vor allem 2 neue Einheiten gesehen, beziehungsweise 3 neue Einheiten. Nämlich einmal die Geister hier. Die Gespenster des gefrorenen Herzens. Dann haben wir uns die Waldreiter mit Sperren angeguckt, die eine sehr, sehr gute Leistung haben. Also die finde ich top. Auch die gefrorenen... die Gespenster des gefrorenen Herzens. Weil Dryaden sind schnell. Dryaden mit einem Kälteschaden machen den Gegner langsam. Das heißt, die zerstören in kürzester Zeit alles, was sie was sie in die Flucht schlagen. Und bei Skaven-Sklaven, die drehen sich wahrscheinlich um, gehen zurück und dann werden sie sofort vernichtet. Also dadurch haben sie wahrscheinlich auch ihre vielen Kills, sage ich mal, erlangt. Wobei die, ich glaube, auf der Seite waren, wo sie die Fernkämpfer tatsächlich überrannt haben. Drücher, sehr gut dadurch, dass sie die feindliche Fähigkeiten blockieren kann, wenn sie zaubert, ist eine Dryade, also allein das macht sie schon ziemlich stark, weil sie Pendelsprüche und sowas dabei hat. Ich finde, Schattenmagie ist eine der attraktivsten Magien für mich. Und dann kann sie auch noch 2 Dryaden beschwören. Also echt ein guter Lord. Und dadurch, dass die kleinen Lords jetzt nicht mehr immer permanent umgehauen werden, kann sie wahrscheinlich auch im Nahkampf den einen oder anderen ein bisschen Schaden zufügen. Was natürlich ein Problem ist, dass sie, wenn sie umgehauen werden kann, jetzt auch ein leichtes Ziel für Killer-Kommandos bietet. Da muss man einfach gucken, aber sie kann sich ja mit den Dryaden selber schützen. Ja, und das war's auf jeden Fall von der Schlacht. Wir gucken mal uns ganz kurz die Einheiten hier drinnen an. So, das machen wir an, damit wir nicht verwirrt werden. Ja, jetzt können wir nochmal die Einheiten hier ganz genau beleuchten. Die beiden Lords vor allen Dingen, sie haben wir jetzt schon gesehen. Ihr seht, die Zauber sind halt ganz normal von der normalen Urynie. Dann hat sie hier die Segnung der Ältesten, das finde ich auch ziemlich gut. Aber es ist deaktiviert, wenn sie nicht im Wald ist. Das heißt, solange sie im Wald kämpft, kriegt sie deutlich erhöhte Magiereserve. Und das ist schon eine ziemlich nette Sache. Und das hier ist auch sehr, sehr stark. Kartenweit, immer wenn sie zaubert, schädigt sie wie Kateb die Nachladerate von Fähigkeiten. Eine richtig, richtig gute Sache. Ja, dann haben wir die Schwestern des Zwielichts, die werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal spielen. Deswegen lassen wir die hier mal kurz aus. Beim nächsten Mal werde ich auch die Klingensänger spielen. Die lassen wir jetzt also hier auch aus. Gespenster des gefrorenen Herzens haben wir jetzt schon gesehen. Und beleuchten wir jetzt nochmal ein bisschen genauer. Die haben, wie ihr schon seht, eine deutlich erhöhte Kampfpräsenz. Mit ihren 60 Rüstungen ist es auch nicht zu verachten. Also, das ist eine gute Einheit. Das kann man echt nicht... Also, das darf man nicht vergessen. Auch wenn sie nur 75 sind und ihre Lebenspunkte halt nicht ansteigen. Sie... Moment, da haben sie gleiche physische Resistenz. Ja, 20. Genau. Sie haben halt auch noch Raserei, was sie nochmal stärker macht. Ja. Also die finde ich ganz nett. Man muss natürlich trotzdem auf sie aufpassen. Also Dryaden sterben ja generell ziemlich schnell. Und ich sag mal, Dryaden nimmt man ja trotzdem eher mit, wenn man eine leichte Überrannen
überrennfähige Rush-Armee bauen will. Was jetzt hier ziemlich gut funktioniert hat, weil die wirklich sehr schnell auch angreifen. Aber sie sind halt schon mal 200 Gold teurer. Da muss man sich wirklich ein bisschen abwägen, okay, ist es das wert? Deswegen habe ich sie auch auf der Flanke gespielt, damit sie nicht in das Mittelfeld reingeraten und dann dort zerschossen werden oder was auch immer. So, und zu guter Letzt haben wir die Waldreiter jetzt hier gespielt. Und da zeige ich euch noch kurz, was das mit den Wildreitern auf sich hat. Vergleichen die jetzt mal miteinander. Wir öffnen uns auch mal noch einen Platz fürs Imperium für die Hochelfen. Damit ich euch das mal zeigen kann, was ich da meine. Also ich will ganz einfach nicht die Einheiten einfach so durchgehen, ohne sie nicht ausreichend gespielt zu haben. Und ja, ich denke, das habe ich jetzt auch gekonnt, auch dadurch, dass ich die Kampagne gerade ein bisschen spiele. Kann ich die Einheiten so ein bisschen kennenlernen, was zumindest ihre so allgemeine Bedienung macht, und in der Schnellschlacht sehe ich dann, was sie wirklich drauf haben. Das kann man ja mit der Kampagne immer nicht so ganz vergleichen. Das sind geänderte Einheitenwerte, das ist dann alles ein bisschen irreführend. So, wir wollten die irlianischen Grenzreiter angucken und als Vergleich nehmen wir uns mal die Silberhelme dann noch. So, erstmal vergleichen wir irlianische Grenzreiter mit den Waldreitern. Dann fällt uns sofort auf, die Grenzreiter, die Waldreiter sind noch schneller, haben ein bisschen mehr, weniger Lebenspunkte, haben ein bisschen weniger Rüstung, also das ist eigentlich schon erheblich weniger, haben vor allem nicht diese coole Fähigkeit hier mit kriegerisches Können, was nochmal sie erheblich stärkt, aber sie haben mehr Nahkampfabwehr. Das heißt, im Insgesamten sind sie die schlechtere Einheit, obwohl sie ungefähr gleich viel kosten. Muss man leider so sagen. Weil bis auf das, dass sie Fürster haben, finde ich sie jetzt nicht so attraktiv. Aber ich finde attraktiv, dass sie generell einfach da sind. Dass sie das Roster der Waldelfen erweitern. Jetzt wird es aber obskur. Wir sehen also, die Waldelfen haben ohnehin schon die etwas schlechtere Kavallerie. Wenn ich die jetzt noch mit den Waldreitern vergleiche, dann fällt uns auf, oder wir nehmen mal die Waldreiter und vergleichen mal rüber, dann fällt uns auf, dass die dass sie nur ein bisschen mehr Nahkampfangriff haben, sogar weniger Nahkampfabwehr, haben mehr Lebenspunkte, okay, ein Tausender, das wäre, wenn wir es hochrechnen, ja, 25, sogar ein bisschen mehr als 25%, sagen wir mal, wie viel haben die jetzt hier ganz genau? 4000, ja doch, sind es 25%. Das heißt, sie müssten ungefähr 25% mehr kosten, haben mehr Führerschaft. Wie gesagt, Nahkampfabwehr hebt sich so ein bisschen leicht auf. Ihre Waffenstärke ist deutlich höher und ihr Angriffsbonus. Außerdem haben sie physische Resistenz, 25% wie die Waldgeister. Und die Raserei, die auch nochmal ziemlich nett ist. Das heißt, wenn ich es jetzt hochrechnen würde, haben halt auch ein bisschen mehr Rüstung. Wenn ich es jetzt direkt mit den Waldreitern vergleichen würde, würde ich sagen, okay, sie sollten definitiv vielleicht so 1000 kosten. Ja, also selbst dafür finde ich sie schon ein bisschen zu teuer. Ein Tausender wäre vielleicht ganz gut für die. So, aber jetzt kommt das Obskure. Jetzt nehmen wir eine Einheit für 1000. Wir vergleichen erstmal kurz die hier. Wir haben gesehen, die irlianischen Grenzreiter sind ohnehin die bessere Einheit. Vor allen Dingen, weil sie hier kriegerisches Können noch haben. Aber das ist die Fähigkeit der Hochelfen ohnehin. So, jetzt vergleichen wir sie mit den Silberhelmen. Und Silberhelme sind nicht unbedingt die Kavallerie, die oft gespielt werden. Das muss man mal dazu sagen. Das hat ihre Gründe. So, wir gucken jetzt hier rein. Silberhelme haben nochmal 400 Lebenspunkte mehr. Irlianische Grenzreiter haben ohnehin schon mehr Lebenspunkte als die Waldreiter, aber okay. So, sie haben keine physische Resistenz oder irgendwas, aber sie haben fucking 90 Rüstung. Ihre Führerschaft ist nochmal höher. Ihre Geschwindigkeit ist ein bisschen niedriger, aber immer noch okay. Und ihre Nahkampfwerte sind prinzipiell nur noch besser. Das heißt, nicht wie bei den Waldreitern, wo irgendwas dann schlechter geworden ist. Die sind einfach besser. Und ihre Waffenstärke ist auch um 5 gesteigert, so wie ihr Angriffsbonus. Außerdem haben sie wiederum kriegerisches Können, was das Ganze ihnen nochmal verstärkt. Jetzt vergleichen wir sie mit den Waldreitern.
Uns fällt auf, Waldreiter haben ein bisschen mehr Lebenspunkte, haben 7 weniger Nahkampfangriff. Das ist erheblich. Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff ist gleich. Geschwindigkeit ist beim Waldreitern auch ein bisschen erhöht. Führerschaft ist niedriger. Die Lebenspunkte gleichen sie so ein bisschen mit der physischen Resistenz aus. Dafür sind sie trotzdem anfälliger gegen Dings. Das heißt, Lebenspunkte sind so gleich, kann man gleich betrachten. Aber ihnen fehlt es halt trotzdem an der Rüstung. Das heißt, da haben sie schon mal einen ganz klaren negativen Punkt. Führerschaft und Geschwindigkeit lässt sich jetzt nicht ganz aufwiegen. Da sind die Waldreiter schon ein bisschen im Vorteil. Aber dass ihre Nahkampfabwehrwerte abstinken, ist halt nicht toll. Aber ihre Waffenstärke ist wirklich krass. Die ist nämlich nochmal 10 höher. Das heißt, das sind richtige Glaskanonen. Die rennen rein, sterben, aber haben wahrscheinlich vorher was getötet. Problem ist, sie kosten halt 1100. Ist eine 1100er Glaskanone wirklich vertretbar? Ich meine, sie kriegen, wie gesagt, noch die Raserei dazu. Die gibt ihnen nochmal 8 Nahkampfangriff. Dadurch sind sie deutlich besser als die Silberhelme. Und nochmal Waffengrundschaden dazu. Aber wir dürfen nicht vergessen, Raserei ist aktiv, solange die Führerschaft nicht niedriger ist als 50. Kriegerisches Können ist aktiv, solange die Trefferpunkte nicht niedriger sind als 50. Das passiert eventuell ungefähr zur gleichen Zeit, wenn nicht sogar höher. Wenn nämlich eine Einheit eingekreist wird, und das wird eine Kavallerie tatsächlich relativ häufig, allein dadurch, dass sie nun mal immer unterwegs ist im feindlichen Gegnergebiet und meistens nicht hinter den eigenen Linien irgendwie rummarodiert, hat sie da ein erhebliches Problem, was Führerschaft eigentlich angeht, dass die so weit oben gehalten wird. Aber okay, das heißt, auch hier würde ich den Waldreitern einen kleinen Minuspunkt sogar geben. Weil Trefferpunkte sind eine verlässlichere Sache. Aber jetzt kommt das nächste. Wir kriegen hier 2 dazu. Die anderen haben 8 dazu bekommen. Also Unterschied von 6. Aber wir kriegen 12 Nahkampfabwehr dazu. Eine Einheit, die ohnehin schon 6 Nahkampfabwehr mehr hat als die Waldreiter. 7. 7 sogar. Und die kosten 1000. Haben Rüstung. Haben viel bessere Nahkampfwerte. Das Einzige, was abstimmt, ist die Waffenstärke und die Geschwindigkeit. Ist das fair? Ist es fair? Und jetzt merkt ihr vielleicht, warum ich ein Problem damit habe, einen Wildreiter mitzunehmen, wenn ich jetzt einen Waldreiter mit Speer bekomme. Der macht nicht so viel Schaden. Der ist kein übelster Damage-Dealer. Da ist was man reinschickt, was ein bisschen durchhält sogar, weil der tatsächlich relativ gute Nahkampfabwehr hat. Das heißt, der beschäftigt den Gegner sogar noch ein bisschen länger, als das der Wildreiter wahrscheinlich tut. Oder sagen wir mal, fast gleich lange, wenn er nicht zerschossen wird. Ah ja, kommt ja noch dazu. Wir haben jetzt hier den Wildreiter ohne Schild genommen, ne? Der mit Schild hat natürlich die 6 Nahkampfabwehr nochmal dazu. Die wir jetzt hier bei 7 hatten mit einem Schild. Er hat ein silbernes Schild, das ist ziemlich gut. Aber mehr gibt es halt auch nicht obendrauf. Und der hier kostet 1000. Und das silberne Schild braucht er nicht unbedingt, weil er hat 90 Rüstung. Ich sehe das kritisch. Also die Waldelfen haben hier definitiv die schlechtere Kavallerie. Und vor allen Dingen finde ich die Wildreiter nicht so gut. Und da können wir uns eigentlich gleich die nächste Einheit heranziehen, wenn sich das jetzt gerade so anbietet. Die Hirsche sind nochmal in jedem Punkt besser und haben nochmal mehr Waffenstärke. Sind also mit den Wildreitern eigentlich zu vergleichen, nur dass sie halt in allen Punkten eigentlich nochmal besser sind. Man hat das Ganze also fortgeführt. Das heißt, die sind, was ihr Geld angeht, einfach noch glaskanonischer, weil sie natürlich noch leichter umgebracht werden. Ich denke mal, ihre physische Resistenz wird die 20 nicht überschreiten, nein. Ihr seht, es wird hinten raus nicht besser. Ich meine, ich habe jetzt geile Hirschreiter. Die machen Demigreif im Nahkampf kaputt. Die machen wahrscheinlich sogar die Hellebarden-Demigreifreiter kaputt. Wie ich in dem Video mal gesehen habe. Weil die mit ihrer Waffenstärke so hart zuhauen. Und mit ihrer Raserei, die sie ja dazu bekommen, haben sie nochmal 8.
haben sie 43 Nahkampfangriff. Wenn die ihren Charge hinbekommen, dann fegen die Demigreifritter mit Hellebarden komplett weg. Das für den gleichen Preis ungefähr. Sind die gegen Demigreifritter mit Hellebarden genauso gut wie wahrscheinlich gegen Infanterie. Was die Demigreifritter nicht sind. Das ist okay. Aber die sind halt ultra teuer. Wenn die einmal durch irgendwas beschossen werden, was die seitlich trifft oder sonst irgendwie, dann sind die halt echt schnell weg. Und Demigreifen, wir gucken sie uns nochmal schnell an. Imperium. Demigreifen haben 125 Rüstung und die Ritter haben sogar ein Schild. Ihr seht, die Hirschreiter sind auch in allen Punkten in gewisser Weise besser. Aber ich finde den Unterschied trotzdem schon krass. Ich würde lieber einen Demigreifritter spielen, in welcher Form auch immer, als einen Hirschreiter. Auch wenn die gut performen. Das möchte man nicht leugnen, aber performen sie gut genug, um diesen Preis zu rechtfertigen? Im Kavalleriekampf ja. Aber wenn die gegen leichte Kavallerie kämpfen, gehen die wahrscheinlich auch schon ziemlich unter. Zwei leichte Kavallerien, die sandwichen, irgendwelche Grenzreiter oder sowas, können es wahrscheinlich schon unschön für sie ausgehen. Vor allem, wenn die ein bisschen ausgetänzelt werden. Und gerade Plänkler, wenn es zwei oder so sind, wo einer vor ihnen läuft und einer irgendwie immer so an ihrer Seite lang, dann sind die auch ultra schnell weg. Und Plänkler kosten bei Bretonen jetzt zum Beispiel nur 500. Schwierig. Ich bin so ein bisschen zerstritten bei der Kavallerie von den Waldelfen. Ich liebe die Kavallerie von den Waldelfen, weil sie eben wirklich einen unfassbar geilen Charge hat. Ich meine, was die trifft, ist tot. Aber in der Regel ist die Einheit danach auch tot. Weil dann der Fernkampf auf sie umgeschwenkt hat oder schon feindliche Einheiten sie ihren Rückweg abgeschnitten haben oder die feindliche Kavallerie zur Stelle ist, um sie umzubringen. Da schicke ich vielleicht doch lieber jetzt meine Waldreiter rein. Vielleicht es nicht komplett schaffen, die feindliche Einheit auseinanderzunehmen, aber auch nur die Hälfte kosten. Aber das muss jeder selber entscheiden. Das ist nur mein Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat die Schlacht gefallen. Ihr könnt mir gerne was in den Kommentaren dazu dalassen. Es wird noch mehr dazu geben, sowohl von der Kampagne als auch von diesen Spielen. Sofern die Kampagne nicht in einem absoluten Debakel endet, wie viele Kampagnen, die ich sonst spiele. Weil so viele Fullstack-Armeen, die mich schon wieder angreifen und so viele Nationen, die mir einfach wahllos den Krieg erklären, das ist schon wieder nicht nett. Aber naja, wir sehen uns dann in der nächsten Schlacht- oder Kampagnenmission. Bis dahin, bleibt gesund und haltet die Ohren steif.